Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem allerersten Strick-Podcast hier auf YouTube. 15 Minuten Strickzeit ganz für dich alleine, das möchte ich dir geben. Dazu holt eure Nadeln, eine Tasse Tee habe ich mir hier bereitgestellt und dann kann es schon losgehen mit der ersten Folge. Viel Spaß! Hallo, mein Name ist Lisa und ihr findet mich auch auf Instagram unter Lisbeths Handarbeiten oder auch auf Ravelry unter Lisbeths Arbeit, glaube ich. Das kann ich euch aber gerne unten auch verlinken. In meinem heutigen Strick-Podcast soll es um dieses tolle Design hier gehen, was ich euch gleich näher vorstelle. Zuvor möchte ich aber noch mal kurz erläutern, warum ich diesen Podcast überhaupt aufnehme. Und zwar geht es uns, glaube ich, allen so, dass wir wunderbar tolle Designs überall sehen, auf Instagram, auf Ravelry. Und also mir geht es persönlich so, dass ich gar nicht dazu komme, das alles zu stricken, was ich mir vornehme. Und deswegen brauchen wir einfach mehr Zeit, um wirklich auch zu stricken. Ich mache das total gerne mit Podcasts. Da kann ich euch auch sehr den Podcast von der lieben Caroline Snit empfehlen. Der ist englischsprachig und ja, ich schaue den mir so gerne an, während ich selbst stricke und so ein bisschen aus diesem Grund möchte ich euch auch zeigen, was ich stricke, woran ich Spaß habe und währenddessen biete ich euch quasi 15 Minuten, mehr oder weniger, Strickzeit an, in denen ihr eure Projekte auch weiterbekommt. Verlinkt mich auch gerne bei Instagram, wenn ihr meinen Podcast schaut und an den wunderbaren Projekten weiterarbeitet, die ihr gerne auf die Nadeln habt. Unter Hashtag Strickzeit mit Lisbeth können wir alle zusammen gerne unsere Projekte sammeln und sehen dann, wie wir langsam immer ein bisschen weiterkommen zu unseren fertigen, wunderbaren Projekten. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Posts und auf eure Inspirationen. So, jetzt geht's aber los mit einem wunderbaren Projekt, was ich euch vorstellen möchte. Um das ganz klar auch und offen vorher zu kommunizieren, ich habe diesen Serena's Lace Sweater von Caroline Strickt im Teststrick gestrickt. Das heißt, die Anleitung wurde mir kostenlos zur Verfügung gestellt. Das Garn habe ich aber gekauft. Mit dem Garn würde ich auch gleich mal anfangen. Ich habe hier einen wunderbaren Strickkorb, wo ich alles immer drin sammle. Und zwar habe ich mit der La Mana Modena gestrickt. Das ist auch die Anleitung, natürlich die Wolle aus der Anleitung. Die La Mana Modena ist aus 70% Wolle und 30% Kaschmir und ist aus dem Grund wunderbar weich. Also das Tragegefühl ist echt super, super toll. Es kratzt nicht. Es ist auch warm, muss ich sagen. Man denkt ja doch bei diesem Lace-Sweater, der ist relativ kühl, aber das stimmt auch nicht. Also man kann hier drin auf jeden Fall super entspannt mit dem Pulli sitzen. Und er ist wunderbar leicht auch. Also das sind 25 Gramm Knäuel und ich habe 8 Knäuel dafür verwendet. Das heißt, der Pulli ist auch insgesamt total leicht und lässt sich dadurch super angenehm auch tragen. Genau, ich habe die Nadelstärke 3,5 und 2,5 verwendet. Und habe das Ganze zweifädig verstrickt. Gestrickt wurde dieses schöne Lace-Muster. Ich muss dazu sagen, das ist das erste Mal, dass ich im Lace-Muster überhaupt gestrickt habe. Und es hat mir schon so ein bisschen Probleme teilweise, gerade bei diesen Raglan-Abnahmen hier bereitet. Aber es ist nichts, was man nicht hinbekommen sollte, weil die Anleitung auch einfach wunderbar geschrieben ist. Also wenn ihr, ich sag mal, ein bisschen geübt seid generell im Stricken und mal was Neues ausprobieren wollt, dann solltet ihr damit unbedingt beginnen. Das Ergebnis ist super toll und ich glaube, die liebe Caroline, die würde euch auch immer helfen und natürlich könnt ihr mich auch gerne fragen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ja, vom Design her, also wir haben hier beginnend unten so ein rechts verschränktes Rechts-Links-Muster im Bündchen. Und haben dann hier weiter oben natürlich dieses Lace-Muster und das genauso auch hier am Arm. Dann wird das einmal hier hochgestrickt und wird dann hier zusammengenommen. Wir haben hier
Dann diese Raklan-Linie als Abnahme. Damit habe ich mich, wie gerade schon gesagt, anfangs ein bisschen schwer getan, aber ich glaube, das Ergebnis ist letztendlich doch sehr wundervoll geworden, auch ja, weil die Anleitung hier echt gut ist und man sonst auch immer fragen kann. Genau, und hier oben am, ja, am Halsbündchen nimmt man dann wieder einfach die Maschen und strickt rechts verschränkt und links. Und ich habe das hier mit der, ich muss gerade nachschauen, wie es heißt, mit der JSSBO-Methode abgekettet. Das war das erste Mal, dass ich so abgekettet habe, aber mir gefällt es wunderbar gut. Also ja, es fällt, also es ist, ja, es zieht sich so ein bisschen zusammen, wie das beim Bündchen auch sein sollte, aber es ist trotzdem total weit, also es zieht sich nicht so extrem zusammen. Das Problem habe ich manchmal, wenn ich abkette. Ich weiß auch nicht, das habe ich noch nicht so ganz hinbekommen. Genau. Ja, den Pulli habe ich ein bisschen länger gestrickt als in der Anleitung. Das kann man aber ja individuell anpassen, wie man das möchte. Ich habe einfach gemessen von ja, meiner Achse bis dahin, wo die Hose beginnt, und habe dann soweit hochgestrickt und habe trotzdem aber nur diese 8 Knäuel gebraucht. Also das geht schon ganz gut. Ich mag das immer, wenn die ein bisschen länger sind, wenn hinten meine Nieren bedeckt sind, und ja, aus dem Grund habe ich es ein wenig länger gestrickt. Bei den Armen ist es so, das sieht man hier ja auch ein bisschen, die sollen so ein bisschen über das Bündchen drüber fallen, und ich habe die jetzt nicht ganz so lang gestrickt, also ich habe wirklich geguckt, dass ich die nur stricke, dass sie mir genau passen, aber dadurch, dass man das ja am Ende noch spannt und ja, also nach dem Waschen nochmal das Muster auch so ein bisschen zieht, dass es sich schön ausbildet, sind die jetzt, wie ihr seht, ne, die sind hier ein bisschen länger geworden, aber auch das mag ich total gerne. Da kann man sich richtig schön drin einkuscheln, und letztendlich hat er für mich echt die perfekten Maße oder die perfekte Länge, sowohl bei den Armen als auch bei dem Körper. Ich kann euch ja, hier auf der Seite jetzt auch mal noch einblenden, wie das so getragen aussieht, und ja, hoffe, dass euch diese Präsentation hier gut gefallen hat. Ja, genau, dann blende ich euch jetzt mal noch ein paar Fakten, 5 Fakten zum Serenas Lace Sweater ein. Und zwar ist die Anleitung von der lieben Caroline Strickt, die findet ihr auf Instagram und auch auf Ravelry. Dann als zweites ist es ein Lace-Pulli mit einem super einprägsamen Muster. Also das sind diese zwei, ich sag mal, Pfeilspitzen, die nacheinander immer wieder gestrickt werden. Ich habe ja, 2 oder 3 Mal mir diesen Chart angeschaut, und danach hatte ich das Muster im Kopf und konnte ja, schön stricken. Hier helfen auf jeden Fall ganz viele Maschenmarkierer. Das hat mir sehr geholfen, um nicht durcheinander zu kommen. Und ja, von daher verwendet ihr auf jeden Fall, dann klappt das schon. Und wie gesagt, die Schwierigkeit ist wirklich hier, glaube ich, bei der Raglan-Abnahme, aber auch das ist machbar und möglich. Und also ich habe es letztendlich hinbekommen, und wenn man da Fragen hat, dann könnt ihr, glaube ich, die Caroline gerne fragen, aber ihr könnt natürlich auch gerne mich einfach anschreiben. Genau, Fakt 3 habe ich auch schon gesagt, das wird die La Mana Modena verstrickt, zweifädig. Ich habe hier 200 Gramm benötigt, das kommt natürlich auf die Größe an. Ich habe SM gestrickt, und das ist verfügbar bis, glaube ich, 4XL, also relativ groß auch verfügbar. Ja, Fakt Nummer 4, die Maschenprobe, die habe ich einmal hier. Sieht natürlich genauso aus wie auch der Pulli an sich. Die habe ich gestrickt mit 22 Maschen auf 40 Maschen, so laut Anleitung. Und genau, mit 3,5, zweifädig, und ja, ich schreibe mir das hier immer auf. Jetzt sieht man es, von Maschenfein sind diese wunderbaren ja, Anhänger zu den Maschenproben. Ich sammle die auch, ich finde es einfach wunderbar schön. Kann ich euch gerne in einer anderen Folge auch mal zeigen. Einfach diese ganzen Maschenproben zu haben. Genau, und Fakt Nummer 5, ich habe die Nadelstärke 2,5 für die Bündchen verwendet und 3,5 für den Rest. Und das ist auch genauso wie in der Anleitung angegeben. Ja, genau. Habe
wichtig. Und ja, ich bin schon, ich bin total ja, fasziniert von dem Pulli. Der trägt sich wunderbar, der passt mir einfach super. Und deswegen möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei der lieben Caroline bedanken, dass ich da teststricken durfte. Und was ich noch toller finde, was das nochmal also im Rückblick nochmal schöner macht, ist, dass wir auch noch die Anleitung für das Stirnband oder das Haarband von der lieben Caroline, das Serena's Lace Headband, als Anleitung dazu geschenkt bekommen haben. Das heißt, die kann ich euch auch irgendwann demnächst mal zeigen. Das werde ich auf jeden Fall noch stricken. Ich habe nämlich noch 2 Knäuel übrig von der Modena und ja, ich denke mal, das würde auch ganz toll noch passen. Ja, sieht auch auf den Bildern wunderschön aus. Das ist dann quasi einfach einen von diesen Strängen rausgenommen und dann als Haarband gemacht. Also sehr große Empfehlung von mir, diese Anleitung zu kaufen, wenn ihr mal Lace probieren wollt. Es ist nicht super einfach und intuitiv zu stricken, aber es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und auch weil man von unten nach oben strickt, wird es am Ende nochmal spannend. Das ist ja auch manchmal so das Problem, dass man, wenn man, ja ich sag mal einfach rechts strickt, dass man immer unten strickt und nach unten strickt und nach unten strickt und ja, es wird einfach irgendwann langweilig und hier ist es genau umgekehrt. Also am Ende kommt das Spannendste mit den Raglan-Abnahmen und ja, am Ende natürlich noch mit dem Bündchen, das ist dann wieder ein bisschen einfacher. Aber genau, es macht super viel Spaß und ich kann es euch wie gesagt nur empfehlen. Ja, dann zu meinem Projekt, was ich auf den Nadeln habe. Ich habe hier, seht ihr schon, den Dahlia Cardigan. Den kann ich auch mal kurz zeigen. Ich glaube, den meisten ist er bekannt. Da ist diese wunderbare Blätterpasse. Ja, hier seht ihr den Teil hinten. Ich habe die Arme fertig gestrickt. Ich mache das immer so, dass ich den Körper stricke, bis meine Wolle leer, also bis ein Knäuel leer ist. Und dann stricke ich erst die Arme, weil ich da unbedingt will, dass die von der Länge her passen. Und ja, jetzt stricke ich hier schön an meinem Körper weiter und hoffe, dass ich den bald fertig bekomme. Da freue ich mich nämlich auch schon sehr drauf. Ich habe hier die Double Sunday verwendet von Sandness Garn in so einem grünen Ton. Da muss ich nochmal nachschauen, wie die Farbe heißt. Da kann ich euch gerne beim nächsten Mal ein bisschen mehr drüber erzählen. Ich hoffe, dass er dann auch schon fertig ist. Und ja, da könnt ihr euch gerne drauf freuen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Pulli findet oder direkt natürlich bei der lieben Caroline mal ein Herz da lassen oder so. Die freut sich sicherlich ganz, ganz doll, weil sie sich auch viel Mühe gegeben hat. Und ja, ansonsten bin ich jetzt fertig. Hoffe, dass euch mein Strick-Podcast gefallen hat. Hoffe, dass ihr 15 Minuten Zeit hattet, um euer Strickdesign fertig oder weiter zu stricken. Und würde mich freuen über ein Like und dann sehen wir uns schon ganz bald wieder. Macht's gut!